Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de. Sei gegrüßt in einem neuen Video. Wir wollen heute Shashuka machen. Shashuka kommt aus Israel und wird dort wohl zum Frühstück gegessen. Das kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Ich bin da leider noch nicht gewesen. Ich habe dieses Gericht gesehen bei Kitchen Impossible und da musste der Herr Melzer das machen. Und ich fand das Rezept ganz geil, habe das dann mal irgendwann so ein bisschen gegoogelt und habe das jetzt schon 2-3 Mal nachgekocht und würde euch das jetzt gerne mal zeigen. So, einmal grob, was wir dafür brauchen. Paprika rot und gelb, eine rote Zwiebel, ein bisschen Knoblauch, eine Avocado, die nehme ich aber nur zum Garnieren, ein bisschen Chili, Kidneybohnen und stückige Tomaten aus der Dose nehme ich. Es gibt, glaube ich, ganz viele Varianten von diesem Gericht. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt wirklich authentisch bin. Ich koche das einfach so, wie wir das halt toll finden. Wer es wirklich absolut authentisch haben will, der muss halt einmal kurz googeln. Sorry. Als erstes werde ich jetzt mal eben schnell meine rote und meine gelbe Paprika klein schneiden. Ich habe meine rote Paprika aufgeschnitten, so in Streifen, innen drin die Kerne raus und schneide die jetzt einfach hier nur so runter. Und das gleiche mache ich gleich mit der gelben Paprika auch. Gelbe Paprika habe ich jetzt auch wieder so in Sticks geschnitten und auch die schneide ich einfach nur wieder so runter. Ich habe auch schon andere Rezepte gesehen, wo so große Chilis verwendet worden sind. Ich nehme die nicht so gerne, beziehungsweise ich habe ja meine rote Paprika. Warum soll ich jetzt noch eine große rote Chili da rein tun? Ich nehme wie immer meine kleinen roten. Die haben natürlich auch viel mehr Feuer. Wenn euch die zu scharf sind, einfach mittig aufschneiden, einmal mit einem Löffel die Kerne rausnehmen und dann nur klein schneiden. Dann ist es nicht ganz so viel Leistung, die haben. Solltet ihr das noch nicht gesehen haben bei mir, guckt mal ein bisschen zurück. In einem meiner älteren Videos habe ich das schon mehrfach erklärt, wie man das macht. Ich schneide die jetzt hier einfach nur klein auf, zerhack mir die, damit die wirklich fein ist. Ich mag das ja nicht haben, wenn man so große Chili-Lappen im Mund hat. Und dann tue ich die halt einfach mit, ganz einfach mit so dazu. Ich benutze wieder Solo-Knoblauch, wie immer. Der lässt sich halt so schön einfach verarbeiten. Den schneide ich jetzt auch noch klein und dann kommt der auch noch mit dazu. So, mein Knobi ist schön klein geschnitten. Der kommt jetzt auch mit hier unten rein. Und dann kommt jetzt als nächstes meine Zwiebel. Warum benutzt du in der roten Zwiebel? Ich finde den Geschmack von der roten Zwiebel einfach besser. Die ist ein bisschen anders als der von der weißen Zwiebel. Und die weiße Zwiebel ist halt sehr scharf auch, finde ich. Man merkt es ja schon beim Runterschneiden. Bei der roten Zwiebel hast du keine Tränen in den Augen und bei der weißen schon. Jetzt haben wir alles klein geschnitten und tun jetzt ein bisschen Olivenöl in die Pfanne, um dann gleich das alles einmal schön anzubraten. Ich tue jetzt meine Zwiebel, Knoblauch, Chili, rote und gelbe Paprika hier in die Pfanne und werde die jetzt für 5 Minuten andünsten. Ich salze jetzt einfach schon mal so ein bisschen. Das zieht so ein bisschen Feuchtigkeit und dann wird mein Gemüse ein bisschen krosser. So, die ersten 5 Minuten sind um. Jetzt tue ich da ein bisschen Kumin, also Kreuzkümmel rein, Pfeffer. Und meine Kidneybohnen. Die Kidneybohnen muss man natürlich erstmal spülen und dann kann man sie da schön zutun. Wunderbar. Das Ganze muss jetzt noch einmal 5 Minuten vor sich hin köcheln. Weitere 5 Minuten sind um. Ich tue jetzt meine stückigen Tomaten dazu. Ich verteile die jetzt so ein bisschen und drücke sie halt auch so ein bisschen platt, damit schön die Flüssigkeit sich da drin verteilt. Und damit es gleich eine wunderschöne Soße hier gibt. Ich schneide mir jetzt mal eben ein bisschen
Petersilie klein. Und dann kommt schon mal ein Teil da hinein und ein Teil hebe ich mir nachher für die Deko auf. Ein Teil von meiner Petersilie tue ich da jetzt irgendwie schon mal ein bisschen zu. Jetzt habe ich ein bisschen wenig geschnitten, aber das schneiden wir gleich noch ein bisschen mehr. Ich das vergesse zu sagen, wenn ich kann, beziehe ich meine Gewürze von Gewürzmaster. Dort gibt es halt sehr gute Gewürze. Schaut doch einfach mal da vorbei. Guter Store, schöne Auswahl, gute Gewürze. Ich schneide jetzt meine Avocado klein. Oh, die scheint aber ein bisschen fester zu sein. Gucken wir mal. Besser als so weich, ne? Das stimmt. Den Kern da mal eben raus. Der will nicht, doch. Und dann holen wir sie uns einmal mit dem Löffel da raus. Einmal mit dem Löffel da schön rein. Und dann kann man sie da so raushebeln. Wunderbar. Ich schneide jetzt meine Avocado hier ein bisschen dicker auf, weil ich möchte gerne einen Teil von der Avocado nachher schön dünn aufschneiden, diese jetzt ein bisschen dicker und werde die kurz anbraten mit ein bisschen Gewürz. Ich tue da jetzt schön meine Avocado in mein heißes Öl, werde das gleich würzen mit ein bisschen Pfeffer und Salz. Ich glaube, ich habe mir eine zu kleine Pfanne genommen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Nee, das passt doch perfekt. Ja, gleich beim Umdrehen gibt es aber Probleme. Aber egal, da muss ich halt durch. Jetzt tue ich da ein bisschen Paprika drauf. Nee, Pfeffer, Entschuldigung. Paprika habe ich ja noch nicht in der Mühle. Das kommt dann demnächst. Wenn es gehen würde, ein bisschen Salz, nicht zu viel. Mir ist gerade aufgefallen, hier beim Kochen, dieses Gericht ist ein veganes Gericht, also fast vegan. Ein bisschen Paprika, so. Wenn man nachher den Frischkäse weglässt, den kann man auch ohne Probleme weglassen, dann ist das Ganze vegan. Jetzt haben wir die Avocado einmal umgedreht, dünsten die jetzt noch so ein bisschen an. Das haben wir neulich ja schon mal in unserem Salat gemacht. Das schmeckt schon sehr, sehr gut. Also wenn die so ein bisschen angeröstet ist, also ich bevorzuge das jetzt mittlerweile, finde ich echt genial. Ich mache mir hier jetzt so eine kleine Mulde und dann schlage ich da gleich das erste Ei hinein. Wunderbar. Erste Ei. Und dann wird nächste Mulde. Bin natürlich mit meinem Arm im Bild, schon klar. Zweites Ei. Dritte Mulde. Drittes Ei. So, drei Eier. Jetzt machen wir erstmal da nichts mehr. Deckel drauf. Und dann stocken unsere Eier da drin. So, jetzt, meine Eier sehen ja schon mal ganz cool aus. Also die Eier hier. Da mache ich jetzt schon mal so ein bisschen was an meiner Petersilie rüber. Dann kommt da so ein bisschen Minze drauf. Die habe ich eben noch mal klein geschnitten. Da wart ihr jetzt gerade mal nicht mit dabei. Frisch aus unserem Kräutergarten auf dem Balkon. Jetzt kommt da noch eine super fein geschnittene Hälfte Avocado drauf. So. Dann fehlt jetzt nur noch mal eine gebratene Avocado und ein bisschen Frischkäse mit Kräutern und dann sind wir durch. Avocado ist drauf. Ich mache jetzt noch da so ein paar Portionen Frischkäse drauf. Wer das vegan machen will, der lässt die halt. Achso, die Eier gehen natürlich auch nicht. Das stimmt. Also kein veganes Rezept. Sorry. Habe ich viel zu viel versprochen. Also Ei und
Und der Frischkäse gehen natürlich nicht. Aber wenn man das Ei und den Frischkäse weglässt, sieht es trotzdem gut aus. So. Sieht das gut aus? Sehr schön. Ich finde auch. Ich will dieses Kunstwerk jetzt gar nicht zerreißen, weil eigentlich sind wir jetzt soweit fertig. Wenn ich das jetzt auffülle, dann sieht das natürlich nicht mehr so schön aus. Damit sind wir eigentlich durch. Mit unserer Shakshuka. Damit sind wir durch mit unserer Shakshuka. Ich hoffe, euch gefällt dieses nette Rezept. Ich finde es super genial, auch gerade mit diesem gestockten Ei hier, was gleich auf dem Teller super verlaufen wird. Ich werde es euch gleich nochmal zeigen. Ich werde, glaube ich, nochmal eine Einstellung gleich machen, wie es halt auf dem Teller ist. Aber eigentlich sind wir soweit durch. Das Ei auf dem Teller. Ein bisschen was von unserer schönen Masse dazu. Halbe Avocado. Und ein bisschen was von meiner gebratenen Avocado. Oh, genial. Einfach nur genial. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich finde super Essen. Ich werde es mir gleich auch schmecken lassen. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, unser Rezept hat euch gefallen. Man braucht ungefähr eine halbe Stunde, um das Ganze zu machen. Ich finde, so aufwendig ist es gar nicht, aber schmeckt hervorragend. Was gibt es noch zu sagen? Achso, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann bitte abonnieren. Gebt uns bitte einen Daumen nach oben, wenn es nicht so gefallen hat, nach unten. Kein Problem. Schreibt uns Kommentare. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, abonniert uns. Ja, das war's. Ich habe Hunger, ich will was essen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wünsche euch auch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer foodblog-hamburg.de. Ciao, ciao.